Hört er vorher auf, kandidiert er nochmal. Vieles darüber schwadroniert worden, aber vor allen Dingen auch spekuliert worden. In der Tat. Und nun ist es soweit. Klaus Wowereit hört auf. Äußerlich zumindest scheint er mit sich im Reinen. Vor diesem Hintergrund habe ich dann heute im Senat bekannt gegeben, erstens, dass ich für eine erneute Kandidatur für das Amt des Regierenden Bürgermeisters für die nächste Legislaturperiode nicht zur Verfügung stehe. Und zweitens, dass ich mein Amt zum 11. Dezember zur Verfügung stelle. Schon seit Jahren wurde gemunkelt, Berlins regierender Bürgermeister sei amtsmüde. Trotzdem ließ er sich 2011 wiederwählen mit sichtbarem Vergnügen. Antrittsbesuch bei den damals frisch ins Berliner Parlament eingezogenen Piraten. Auch da war sein möglicher vorzeitiger Rückzug schon ein Thema. Angenommen, Sie würden jetzt gewählt werden. Würden Sie dann auch für die gesamte 17. Wahlperiode als regierender Bürgermeister dieser Stadt zur Verfügung stehen? Ich weiß immer gar nicht, warum man mich immer loswerden will. Ja? Bin noch nicht gewählt und schon fragt man, wann ich weggehe. Doch Wowereit machte weiter. Hauptthema seiner letzten Amtszeit war das Hauptstadtflughafendesaster, das er politisch hauptsächlich mitzuverantworten hatte. Ja, es sind Fehler gemacht worden. Auch große und ärgerliche Fehler. Und ich habe großes Verständnis für den Ärger, den die Verschiebung bei vielen Menschen ausgelöst hat. Der Mann, dessen arm aber sexy Slogan in Berlin zwar keiner mehr hören kann, an den sich aber vermutlich auch noch in ferner Zukunft viele erinnern werden, hatte ausgewiesene Showmaster-Qualitäten, auch im Wahlkampf. Er versorgte die Hauptstadt mit dem Image einer hippen Metropole und lockte so Millionen junge Touristen in die Stadt. 5 Wochen, wie sieht die Stimmung dann aus? Da wird die Party erst richtig losgehen. Im Wahlkampf hatte Wowereit im Jahr 2001 erstmals bundesweites Aufsehen erregt. Weniger wegen seines Programms, sondern wegen dieses mutigen Satzes. Damit auch keine Irritationen hochkommen, liebe Genossinnen und Genossen, ich sag's euch auch und wer es noch nicht gewusst hat, ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen. Einen offen schwulen Spitzenpolitiker hatte es bis dahin in Deutschland noch nicht gegeben. 2001 übernahm der geborene Berliner den Regierungssessel im Roten Rathaus. Zeitweise war er der beliebteste Sozialdemokrat landesweit, wurde sogar als möglicher Kanzlerkandidat gehandelt. Doch in den letzten Jahren polarisierte er zunehmend, setzte sich unter anderem über Bürgerentscheide hinweg. Auch viele Berliner haben nach 13 Jahren genug von ihm. Erstens ist er zu lange am Amt, zweitens hat er genug Mist gemacht. Viel versucht auszusitzen, was nicht sein Ding ist. Also ich meine, zu wenig angefasst. Es wirkt halt alles mittlerweile so, als hätte er selbst auch gar nicht mehr wirklich so die Motivation, einfach noch wirklich einzugreifen und wirklich die Stadt irgendwie weiterzugestalten. Und diese Gestaltung hat die Stadt, um deren Zukunft und Entwicklung heftig gestritten wird, bitter nötig.